Mittlerweile gibt es in Deutschland über 4 Millionen SUVs, Tendenz steigend. Seit einiger Zeit kommt aber auch die Fahrradbranche auf die Idee, SUV-Modelle anzubieten, sogenannte SUV-E-Bikes. Was das überhaupt ist, was das Ganze soll und ob Deutschland SUV-E-Bikes in Zeiten von großen Klimaproblemen braucht, ob das Ganze sinnvoll ist, das schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Hier könnt ihr ein Trekking-E-Bike sehen und hier ein E-Mountainbike. Und hinter mir könnt ihr ein SUV-E-Bike sehen. Worin liegen denn jetzt überhaupt die Unterschiede? Vorneweg, es gibt da keine offizielle Definition von, aber ich versuche euch einfach mal kurz mein Verständnis von einem E-SUV-Bike näher zu bringen. Der Begriff SUV kommt natürlich aus der Automobilbranche und bedeutet übersetzt so viel wie Stadt-Geländefahrzeug. Man kann damit eben gut in der Stadt fahren und gut im Gelände. Jedenfalls, wenn man dem ganzen Marketinggelaber und sowas trauen möchte. Wir können das Ganze aber in diesem Fall auch auf das Fahrrad beziehen, denn E-SUV-Bikes sind Fahrzeuge, Zweiräder, mit denen man besonders gut im Gelände fahren kann und gleichzeitig entspannt in der Stadt fahren kann. Kurz gesagt haben wir bei einem SUV-E-Bike eben eine Mischung aus einem vollgefederten Mountainbike und einem Trekking-E-Bike. Es gibt dann jetzt ein paar Kriterien, die in meinen Augen auf jeden Fall vorhanden sein müssen, abgesehen natürlich von den Standardsachen, dass man hier eben einen Rahmen braucht, zwei Räder, Display, Akku, Lenker und so weiter. Und zwar sind die Punkte entscheidend für mich, dass das Bike voll gefedert ist. Das bedeutet, dass wir einmal einen Dämpfer haben, der uns federt und hier vorne entsprechend eine Federgabel. Das nächste, was entscheidend ist, dass definitiv Schutzbleche verbaut sind, die entsprechend dafür sorgen, dass wir während der Fahrt nicht nass werden und somit auch im Stadtverkehr oder im Gelände von Schmutz und Regen verschont bleiben. Der weitere Punkt, der entscheidend für mich ist, ist, dass ein SUV-E-Bike eben auch einen Ständer besitzt, sodass man in der City entspannt einkaufen kann und das Bike ganz in Ruhe abstellen kann. Ein riesen Vorteil von dieser ganzen Sache hier ist, dass ein SUV-E-Bike ausgestattet ist mit einem Gepäckträger. Und das ist eine sehr besondere Sache, das gibt es noch nicht allzu viele Jahre. Und zwar ist das Problem natürlich, es hinzubekommen, dass man hier Taschen befestigen kann, wie man das hier schon sehen kann, und gleichzeitig eben einen Dämpfer hat. Weil wenn ihr mal schaut, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen drücke und das Ganze einfedert, dann muss man das natürlich irgendwie so lösen, dass der Gepäckträger davon verschont bleibt und dass man trotzdem viel Gewicht transportieren kann. Das sind auf jeden Fall entscheidende Dinge. Einen Punkt habe ich noch vergessen, und zwar, wir brauchen in meinen Augen eine fest installierte Lichtanlage. Bedeutet in meinem Fall hier, ich mache jetzt mal eben den Motor an, einmal kurz drücken und dann kann ich entsprechend das Licht einschalten. Und zwar hier, zack, einmal gedrückt und wir sehen, es wird Licht. Ja, ihr merkt insgesamt schon, wir haben sehr viele Komponenten verbaut, sehr viele Dinge miteinander vereint. Das sind alles Dinge, die zum Fahrkomfort beitragen. Das bedeutet für mich, ein SUV-E-Bike ist das komfortabelste und vielseitigste E-Bike überhaupt. Diese ganzen Komponenten, die verbaut sind, haben natürlich auch ihren Preis. Ich behaupte jetzt mal, dass man ein solides E-Bike unter 4.000 Euro nicht wirklich bekommt. Schaut selbst mal auf den verschiedenen Webseiten nach. Also die Preise, die sind mittlerweile wirklich total bekloppt geworden. Die gehen stellenweise in den fünfstelligen Bereich, aber so 4.000 Euro muss man schon hinlegen, um eben ein E-Bike in dieser Vollausstattung hier erhalten zu können. Bedenkt dabei natürlich, die Preise können nur so hoch sein, weil eben auch gekauft wird. Angebot und Nachfrage, ihr kennt das Ganze, hohe Nachfrage, hohe Preise. Entsprechend der ganzen Klimaproblematik aktuell denken natürlich auch viele Leute darüber nach, ihr Auto stehen zu lassen und es abzugeben und stattdessen auf ein E-Bike umzusteigen. Die Frage, die man sich da jetzt natürlich stellen kann, muss es denn wirklich so ein voll ausgestattetes SUV-E-Bike für so viele 1000 Euro sein? Dieser Frage wollen wir in diesem Video ja auf den Grund gehen. Von daher, ich will euch jetzt erstmal versuchen, näher zu bringen, wie viel Freude man denn hat, wenn man mit so einem Bike unterwegs ist. Hier ein paar Runden auf und ab gefahren, hier auf dem Asphalt, dort auf dem Schotter,
kurzzeitig auch einfach mal hier kurz über die Wiese. Ja, was soll ich sagen? Man hat halt einfach einen Dämpfer unterm Hintern, den man übrigens auch ganz einfach quasi während der Fahrt hier über diesen blauen Hebel sperren kann. Und keine Ahnung, also mehr Komfort bei einem Fahrrad geht einfach überhaupt nicht. Es macht so extrem viel Laune. Ihr müsst euch jetzt auch einfach mal meinen Rucksack wegdenken. Den habe ich jetzt nur mit wegen der Drohne und meinem ganzen Filmkram. Aber grundsätzlich kann man jetzt auch komplett frei ohne Rucksack fahren, hat trotzdem viele Sachen mit, kann auf eine größere Tour gehen. Und keine Ahnung, also das ist schon so ein nächstes Level von Luxus irgendwie. Wahnsinn. Der Motor ist auch richtig kraftvoll. Ich bin hier gerade auch mal den Berg von unten hochgerast. Das ist der Performance CX Motor. Gibt noch andere starke Motoren in SUV-Modellen. Sind meistens die stärksten verbaut, sei es der Shimano Steps EP8000 oder so. Oder der Yamaha PWX, Bosch Performance Line CX. Oder Bose S-Drive. Das sind alles so Motoren, die einfach viel Kraft haben und euch dementsprechend auch gut durchs Gelände bringen. Da wir schon beim Thema Marken an der Stelle sind, mir ist es übrigens komplett egal eigentlich, von welchem Hersteller ich die Bikes eben habe oder mit welchen Bikes ich entsprechend fahre. Ich bin da komplett unabhängig, habe dieses Modell jetzt von meinem Kollegen Flo bekommen, danke an der Stelle. Und ja, es ist einfach cool. Das ist jetzt hier dieses Centurion, kennt ihr vielleicht auch, dieses Lasa, ja, mit ganz normalem Bosch-Display. Performance CX Motor und so weiter. Das Modell soll uns in diesem Video gar nicht interessieren. Vielleicht habe ich ja Bock, in Zukunft nochmal ein Video speziell zu dem Bike hier zu machen. Vielleicht auch mit besonderen Erfahrungen von meinem Kollegen, damit ihr da auch eine ehrliche, transparente und freie Meinung vielleicht zu diesem Hersteller hier bekommt. Wobei ich letzten Endes immer denke, die Bikes sind alle so ähnlich, die Komponenten sind relativ gleich. Ist immer irgendwo auch einfach Geschmackssache. Man muss einfach das kaufen, worauf man Bock hat. Der Preis lag hier übrigens bei, ich glaube, 4.800 Euro. Und das ist natürlich schon hier eine ordentliche Hausnummer. Aber Leute, Taschen dran, Schutzbleche, Licht, es macht einfach Bock. Jetzt habe ich so viel geschwärmt davon, jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Nachteile. Nachteil Nummer 1, der hohe Preis natürlich aufgrund der ganzen Komponenten, die hier verbaut sind. Es ist einfach ein Luxus-Preissegment, was natürlich auch marketingtechnisch richtig nach vorne gedrückt wird. Man hat den Begriff SUV einfach in die Bike-Branche gepackt, hat dadurch eine neue Nische geschaffen und kann eben jetzt die Bikes extrem hochpreisig verkaufen. Man hat da eine neue Marge entdeckt und das ist entsprechend natürlich ein Grund dafür, warum die Dinger so teuer sind. Nachteil Nummer 2. Die hohe Diebstahlgefahr. So ein Bike sieht natürlich hochwertig aus und ja, das wird gut und gerne gestohlen. Dazu kommen auf dem Kanal hier aber in Zukunft auf jeden Fall noch Videos. Gerne abonnieren an der Stelle. Nachteil Nummer 3 dürft ihr nicht unterschätzen, das hohe Gewicht. Die Dinger, die gehen gut und gerne mal über 30 Kilo vom Gewicht her. Also zum Beispiel das Riese und Müller Super Delight wiegt, soweit ich weiß, über 30 Kilo. Gibt natürlich noch andere Hersteller, von Giant gibt es auch eins, von Bulls gibt es mittlerweile, glaube ich, auch eins. Also die Palette ist da wirklich sehr, sehr groß. Ich mache vielleicht auch nochmal ein Video dazu zu verschiedenen Herstellern, die eben ein SUV-Modell anbieten. Werde ich mal schauen. Auf jeden Fall, ja, beachtet eben, dass das Gewicht hoch ist. Weiter geht's mit den zwei Punkten, die ich noch erwähnen will, zu guter Letzt. Und zwar bedenkt, ein SUV ist ein Kompromiss aus zwei Arten. Und das bedeutet, dass man mit einem solchen Bike nicht so gut im Gebirge fahren kann wie mit einem reinen Mountainbike. Ne? Da ist die Geometrie des Rahmens noch mal ein bisschen was aggressiver nach vorne gerichtet und es passt natürlich besser fürs wirkliche Gelände, fürs Offroad-Fahren, für Bikeparks und so weiter. Mir ist natürlich klar, mit diesem Bike geht man auf größere Touren, fährt über Schotterwege, hat dann eben die Taschen dran. Dadurch ist das Gewicht hinten natürlich noch, was man bedenken muss. Damit macht es natürlich nicht so Bock, die Ultra-Trails runterzufahren. Dann bleibt man sowieso an Ästen hängen und so weiter. Nur, dass ihr das wisst, dieses Bike ist eben ein Kompromiss. Und auf der anderen Seite ist man mit diesem Bike nicht so gut in der Stadt unterwegs wie mit einem reinen Trekking-Bike. Da hat man das leichtere Gewicht, da hat man den fehlenden Dämpfer, da hat man entsprechend die dünneren Reifen, man rollt besser, man spart eventuell was Strom, keine Ahnung. Aber ne, eine Trekking-Bike ist ja wirklich optimiert für den Stadtverkehr und eben dieses SUV-Modell ist da an der Stelle ein Kompromiss. Abschließendes Fazit, bevor ich hier endgültig einfriere, braucht Deutschland nun SUV-E-Bikes? Ich sage an der Stelle ganz klar ja. Ich glaube einfach, ein SUV-E-Bike hat sehr, sehr viel Potenzial, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, ihr Auto stehen zu lassen und eben mit dem Bike meinetwegen den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, wohin auch immer zu bewältigen. Voraussetzung ist natürlich, deswegen überdenkt das bitte, bevor ihr ein Bike kauft,
dass ihr damit viel fahrt. Es macht keinen Sinn, jeden dritten Sonntag damit zu fahren. Dann hat das Ganze gar keinen Sinn, habt ihr nur viel Geld verloren und dann habt ihr eben auch nichts fürs Klima beigetragen. In dem Akku ist Lithium verbaut und so weiter. Ich will jetzt kein riesen Klimafass aufmachen. Das wird mit Sicherheit auch unter schwierigen Bedingungen abgebaut und so weiter. Aber vergleichen wir das mal. 500 Wattstunden Akku, das Lithium, was da drin ist, verglichen mit so einem kleinen Wagen, der aus über 2000 Teilen besteht, über 1,5 Tonnen wiegt und dann eben auch oft nur mit einer Person fährt. Wenn man das so nebeneinander hält, dann liegt es für mich ganz klar auf der Hand. Da braucht man nicht allzu wissenschaftlich an die Sache rangehen. Und ich glaube diesbezüglich, ja, dass ein solches SUV-E-Bike oder welches auch immer, der Hersteller soll mir an der Stelle komplett egal sein, einen großen Beitrag zu unserem Klima leisten kann und einfach zu einer, ja, ein Stück weit besseren Welt. Von daher, ja, Deutschland braucht E-SUV-Bikes.